Moin und herzlich willkommen zu einer aufgezeichneten Runde PlayerUnknowns, weil ich habe einfach mal spontan eine Runde gespielt, ohne jetzt großartig aufzunehmen, beziehungsweise hatte jetzt irgendwie keine große Lust, weil ein Tag ein bisschen eng war, hatte eigentlich nur eine Entspannungsrunde gespielt, ja, und dabei dann eine Runde gehabt, die es wert ist, glaube ich, zu zeigen. Ja, und ihr seht, Start ist mal wieder im Bunker. Um mich herum hatte ich schon gesehen, war nix bis gar nichts los. Das heißt, war jetzt eigentlich ganz entspannt. Natürlich trotzdem sicherheitshalber erstmal alles einsammeln, was da ist. Und ja, trotzdem denke ich, habe ich mir gedacht, so, okay, jetzt hier hast du das Motorrad. Da hört man natürlich dann erstmal kurz hin, kommt es näher, fährt er hier zum Bunker oder nicht. Aber trotzdem, Situation war eigentlich relativ klar für mich. Hier wird nicht so viel Gegenwehr da sein. Und jetzt auch mit der Tommy Gun ist natürlich alles relativ easy. Und die Ausbeute auch in den ersten beiden Räumen insgesamt auch nicht so gut. Gut, zwei Rucksack kannst du machen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, wenn jetzt ein bisschen mehr kommen. Wie zum Beispiel hier die 5mm Munition, das wäre mal ganz gut. Und wenigstens ist hier ein bisschen Pillenzeug da, also ein bisschen Medikrams und der Vielfachsucher, der wird noch relevant. Das sage ich so schon mal im Vorfeld. Heute denke ich mir, gehst du mal irgendwie ein bisschen auf Mantel, kann ja auch mal ganz gut sein, vielleicht nicht so gut sichtbar zu sein. Zack, nochmal ein fix Schnellwechselmagazin drunter. Weil jetzt könnte rein theoretisch sein, dass hier irgendwo jemand ist. Ihr seht schon, ich gehe auch ein bisschen in den vorsichtigeren Modus, aber nicht wirklich. So. Und auch ansonsten sieht man auch hier schon wieder, dass ich auf jeden Fall in Anführungsstrichen falsch rum reingelaufen bin. Auf dem Teil, in der Route, die ich jetzt gerade gehe, ist die Auswahl nicht ganz so gut. Hier liegt dann aber doch die Mini 14. Und das ist natürlich gut, dass ich vorher schon mal die 5mm Munition genommen habe und hier liegt dann tatsächlich noch eine Kark und ich denke mir, tauscht das ganze Ding jetzt aus gegen die Tommy Gun oder nicht, aber ey, wenn dir eine Kark entgegenfliegt und die Mini 14 schießt ja relativ, hat ja eine relativ hohe Schussfrequenz, die kann ja selbst im Bunker eigentlich noch gut funktionieren und nimmst du halt mal zwei Scharfschützengewehre mit. Deswegen auch der Titel dieser Episode Sniper Only. Weil, jetzt habe ich quasi zwei Scharfschützengewehre, sehe hier die UMP, denke mir aber, na komm, das ziehst du jetzt durch. Nimmst du quasi die Kark als richtiges Scharfschützengewehr und die Mini ist ja immer noch quasi, hat zwar Scharfschützengewehreigenschaften, hat aber ja eine sehr, sehr viel höhere Schussfolge. Hat ja 20 Schuss im Magazin, wie ihr ja seht, ist dabei gar nicht so unakkurat und ja, ich meine, letztlich benutze ich die M16 auch so, die hat dann 30 Schuss zwar drin, und ist, aber hat auch nicht so ganz diese Distanz. Also das ist schon eigentlich die bessere M16 fast. Also jedenfalls so, wie ich die M16 selber spiele. Und deswegen, ja, eigentlich eine interessante Idee gewesen. Also jedenfalls habe ich das gerne mal angenommen und gedacht, mal gucken, wie weit du damit kommst. Weil, ja. Ist halt eine gute Ausstattung. So, und da sich die Zone heute auf jeden Fall mal Richtung Süden, Richtung Military Base scheinbar bewegen wird, das Kampfgebiet, kann ich ja auf jeden Fall hier die weiteren Häuser eigentlich mal looten. Das ist für mich auf jeden Fall im Solo eigentlich immer so der Gang, den ich lieber gehe. Ich gehe gar nicht so gerne zu der kleinen Farm und zu der Dingshalle, sondern zu der Lagerhalle, sondern gehe ganz gerne eigentlich hier zu diesen beiden Häusergruppen, also hier links einmal, weil sind das eigentlich bessere Lootstellen, also insgesamt ist hier einfach tendenziell mehr Loot zu finden und B ist die Frequenz hier höher, dass hier, also ich habe das Gefühl, hier laufen tatsächlich noch mehr Leute frei rum, also die trifft man dann halt irgendwie dann doch irgendwie besser. So, und jetzt habe ich Rotpunktvisier und jetzt kann ich es halt wirklich tatsächlich so auch ausstatten, wie ich mir das eigentlich gedacht habe. Die Mini 14 ist jetzt in Anführungsstrichen meine Nahkampfwaffe und die Kark tatsächlich mit dem Vierfachsucher für Distanz gedacht. Joa, und auch hier, wie schon im Bunker,
ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass hier tatsächlich jemand ist, weil in diesem Gebiet wirklich sehr wenig runtergegangen sind. Und hier hätte ich jetzt genau die Möglichkeit zu sagen, so gehst du auf die M16 und bleib aber tatsächlich bei der, ja, wenn man so will, Startausstattung mit der 14. Und ja, Türen sind überall zu, hier steht kein Fahrzeug. Ich denke mir halt, was soll schon großartig schief gehen? Wenn ist hier irgendwie einer vielleicht maximal und tja, aber es macht nicht den Anschein, es wirkt sehr verlassen, deswegen gehe ich hier auch relativ rabiat und unvorsichtig durch dich durch und finde auch wirklich ordentlich Munition. Also jetzt hier schon 240 Schuss für die Mini 14, das ist schon. Zu dem Zeitpunkt der Runde wirklich so gut ausgestattet zu sein, gerade was Munition angeht, ist immer irgendwie so ein Ding, wo man dann anfängt, auch ein bisschen ruhiger zu spielen, weil Looten jetzt tatsächlich nachrangig wird. Ich habe ja auch einige Medi-Items, zwar noch keinen Erste-Hilfe-Koffer oder ähnliches, aber bin ja jetzt an sich schon ganz gut ausgestattet. Ja. Und natürlich checke ich jetzt dann nochmal die andere Seite. Und so üblich wäre es bei mir jetzt, dass ich hier auf jemanden treffe. Irgendwie, keine Ahnung, ist das meistens so, wenn ich diesen Weg gehe oder so, dass sich dann doch irgendwo jetzt in diesem Moment dann doch irgendwie sich hier jemand nähert. Meistens im Auto kommt oder so, aber auch hier wirkte es alles sehr ruhig und gemächlich. Und ja, auf jeden Fall eine sehr ruhiger Beginn, sehr freies Looten, und zusammen mit dem Bunker und diesen Häusern hier ist, finde ich, eigentlich immer die Ausbeute insgesamt tendenziell sehr gut. Hier liegt zum Beispiel ein Dreierhelm. Hier ist dann noch eine SKS und jetzt bin ich halt am Überlegen, Kark oder SKS, Kark oder SKS. Ist halt wirklich so die Frage. Aber trotzdem, ich präferiere tatsächlich immer noch die SKS, auch wenn die nicht so einen hohen Schaden hat. Aber ich weiß nicht, ich komme mit der Kark noch nicht so hundertprozentig klar, dass ich mit ihr wirklich zielgenau auf den Kopf treffe. Und mit der SKS hat man halt dann irgendwie mit einem zweiten Schuss oder zwei Körperschüssen oder so halt noch bessere Chancen und hier gibt es tatsächlich auch das Wangenpolster SR. Gut, passt glaube ich an die Kark auch ran, aber jetzt ist die SKS eigentlich schon relativ cool ausgestattet. Und jetzt habe ich letztlich zwei Autosniper. Sind wir noch Sniper only? Wenn man so viel. Aber es sind halt eben zwei Autosniper, mit die eigentlich wirklich enormen Schaden machen. Ist eigentlich eine ganz coole Ausstattung tatsächlich. Also jedenfalls so im ersten Moment gedacht. Mal gucken, ob es das tatsächlich sich auch auszahlt. Und jo. Auf jeden Fall die Ausstattung oder das Loot, was hier rumliegt, insgesamt würde ich mal sagen, oh, ganz fein, ne? Also auch die M16s und so, die da liegen, alles ganz gut. Und ja, jetzt ist eigentlich relativ klar. Ich bewege mich einfach schon mal ins Kampfgebiet rein, weil hier echt nicht viel los ist. Vielleicht ist hier jemand irgendwie noch bei der Farm oder nicht. Man weiß es ja immer nie genau. Verständlicherweise. Wäre schön, wenn man es wüsste, aber ich meine, daraus baut sich ja letztlich der Reiz des Spiels auf. Und joa. Bis jetzt auf jeden Fall eine sehr ruhige Runde. Knapp 10 Minuten ist eigentlich nichts passiert. Und tja, das ist immer halt die Sache, was machst du da? Ist das jetzt wirklich, ist es jetzt gut? Wo sind die ganzen Leute? Warum sind die nicht in deiner Nähe? Sind die wirklich komplett oder anders abgesprungen? Ist halt immer so die Frage, was heißt es eigentlich, wenn man tatsächlich auch kaum Spuren halt eben hat, die einem verraten, ob hier irgendwie Leute sind oder nicht. Wo sind die? Sind die dann halt tatsächlich hier auch irgendwo abgesprungen oder nicht? Ich finde das immer eigentlich die schwierigere Variante, wenn ich mit anderen halt eben mitgehe. Weiß ich halt immer grob, wo welche sein könnten. Hier ist das halt wirklich komplett.
nur ein drauf achten. Gibt es irgendwo Hinweise, wie beispielsweise offene Türen, die irgendwie darauf hindeuten können, dass hier vielleicht schon jemand war, der vielleicht vor mir die gleiche Route gewählt hat, Richtung Military Base oder nicht. Ich habe das hier vielleicht gerade ganz kurz gesehen bei der Einblendung. Tendenziell könnte es auf die Insel gehen, deswegen hatte ich mir jetzt nämlich schon gedacht, dass ich zu der zweiten Brücke einfach gehe, weil ich habe ja zwei Scharfschützengewehre. Vielleicht kommen da ja Leute rüber. Machst du mal einen auf fiesen Camper. Also jedenfalls gärte gerade so ein bisschen die Idee in mir. Und ich sehe jetzt hier auch das Auto. Und da es ja noch relativ weit ist, denke ich mir, nimmst du das Auto und sehe tatsächlich hier, zack, den Kollegen, treffe ihn nicht. Aber natürlich, Schuss hat er gehört. Und anstatt jetzt zu fliehen, ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat hier tatsächlich sogar. Oder hier, zack. Schmeißt er eine Flashbang. Und jetzt kann ich also nicht so richtig einschätzen, was er. Also, definitiv weiß er nicht, wo ich bin, weil habt ihr ja gerade gesehen. Rechts hat er geguckt. Jetzt hat er links nochmal geguckt. Er sucht mich. Er weiß, glaube ich, grob, aus welcher Richtung der Schuss tatsächlich kam. Aber weiß nicht, wo ich bin. Trotzdem schmeißt er hier tatsächlich ins Feld Granaten. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Und das war sein Fehler. Er guckte halt hinten ein bisschen raus. Und zwei direkte Treffer. Und dann macht natürlich die Mini 14 mit zwei weiteren relativ guten Treffern. Da hat er eigentlich keine Chance. Und wenn man sich das mal so anguckt, Polizeiweste Stufe 2, zweier Helm, da muss man schon gut treffen. Aber ja, ihm echt keine Chance gelassen. So soll das laufen. Und Kombination einfach zwei Körpertreffer mit der SKS plus zwei weitere mit der Mini 14. Das ist schon, das macht schon richtig Radau. Und ja, ob ich jetzt den einen Jeep oder den anderen nehme, ist egal. Aber die alte Idee habe ich jetzt halt einfach noch, weil ich jetzt auch davon ausgehe, dass es möglicherweise rüber geht zur Military Base bzw. zur Insel. Ja, tatsächlich mal überlegen, bin ich der Erste, könnte ich der Erste sein, der hier noch ist oder nicht. Aber ansonsten können wir mal gucken, ob man sich den Platz auch erobert auf der Brücke. Auf jeden Fall, ja, fahren wir mal rüber. Und jetzt gucke ich, wie das Flugzeug runterkommt. Und ja, super gemacht. Wenn jetzt hier jemand gestanden hätte, das wäre ordentlich in die Hose gegangen. Und ja, das ist nochmal viel schlechter gewesen. Also richtig gutes Fahren auf jeden Fall meinerseits. Schön den Jeep da irgendwie versemmelt. Andererseits, keine Ahnung, ob das dann ein Hinweis für andere ist, dass hier jemand campt oder nicht. Oder weiß ich nicht. Also es ist so, ich hatte eigentlich so die Idee hier, wo ich jetzt auch drauf zulaufe, auf den mittleren Posten oder wie man es auch immer nennen will, halt hier zu gehen und den Jeep quasi hier hinter den Lieferwagen einfach zu stellen, dass man den einfach nicht sieht, dass ich hier stehe, dass es nicht so irgendwie einen optischen Hinweis einfach gibt, dass ich hier vielleicht bin, weil das ist halt der wirklich krasse Vorteil bei dieser Position. Ich kann von hinten nicht direkt beschossen werden und habe aber nach vorne eigentlich die komplette Breite der Brücke da und sieh da, es kommt direkt jemand mit einem Beiwagen-Dingsbums und ja, ich lasse ihn auf jeden Fall ein bisschen rankommen und tja, zwei Schüsse mit der SKS, das wäre mir da karg nämlich nicht möglich gewesen, also hier hat sich die SKS direkt ausgezahlt. Zwei richtig dicke Treffer auf den Kopf reicht aus, obwohl der gute Herr hier einen Dreierhelm hatte und ich denke mir, da ich auf jeden Fall noch nicht genug Medikrams habe, wäre vielleicht gar nicht so blöd, mal zu gucken, ob der noch ein bisschen Medi-Zeug hat. Und ich hoffe einfach mal nicht, dass jetzt hier irgendwie gerade von vorne noch irgendjemand kommt, wenn ich ihn hier loote. Hat aber leider in der Hinsicht nichts Relevantes. Und ihr seht hier tatsächlich Dreierhelm, einmal richtig fett Schaden drauf gemacht. Das heißt, es waren zwei richtig, richtig gute Treffer, aber er ist auch straight auf mich zugefahren. Also, die nicht zu treffen, da hätte ich das Spiel auch deinstallieren können. So, und jetzt mache ich halt eben genau das. Auf jeden Fall nicht signalisieren,
dass ich hier jemanden vom Motorrad geholt habe. Lieber das Motorrad verstecken. Und jetzt liegt natürlich aber die Holzkiste da. Das ist natürlich schade, dass man, ich sag mal, die Beweise für das Killen eines Gegners leider so in der Form nicht vernichten kann. Glaube ich jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, ob man eine Granate, aber eigentlich. Wäre interessant, wenn man sozusagen den Loot auch killen könnte, ne? Weil jetzt habe ich natürlich sehr viel Loot, falls irgendwie dann später über die Brücke läuft oder so. Da finde da natürlich jetzt noch einiges, was ich mir jetzt gar nicht geholt habe, weil ich das auch gar nicht brauchte, beziehungsweise einfach mein Rucksack auch schon nahezu voll ist. Aber ihr habt auf jeden Fall gerade gesehen, die Möglichkeit, dass es hier auch direkt über die Brücke geht und das hier letztlich die einzige Straßenverbindung in den finalen Kampfbereich ist, ist gegeben. Also bleibe ich hier einfach erstmal weiter liegen, weil ja, wir haben was genannt, taktisches Warten ist kein Campen und daher okay. Ich weiß es nicht, aber ey, ich meine, es ist Player Unknown und Player Unknown sind Campen ist halt leider letztlich eine der wichtigsten Strategien, wenn man nicht wirklich aktiv vorgeht und wirklich, ich sag mal, Map-Control hat. Und ihr seht jetzt, von den Möglichkeiten, wo es sich hin entwickelt, ist das für unsere Position oder für meine Position, warum sage ich schon wieder unsere, für meine Position gar nicht so gut, weil jetzt die, die schon drüben sind, natürlich wieder zurück müssen und eigentlich von vorne das Schwachsinn ist, hier nochmal rüber zu kommen. Das heißt also letztlich, ja, gehofft, dass das ich hier schön die Brücke abcampen kann. Aber das hat sich jetzt gar nicht so wirklich ergeben. Sondern es ist jetzt eigentlich sogar eher andersrum, dass eher hier die Leute von der anderen Seite kommen. Und jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob ich da schon sogar einen Schuss gehört habe. Ist auf jeden Fall ein interessanter Bereich, in dem es mal wieder läuft. Hier habe ich schon mal eine Solo-Runde auf jeden Fall gewonnen. Also ganz, hat sich sogar ganz ähnlich ergeben. Da habe ich auch hier von der Brücke ausgehend das abgekämmt und dabei mich hier auf der Brücke ja mit mehreren Leuten gezankt. Bis jetzt habe ich ja eher hier den Vorteil, dass ich hier noch alleine bin. Aber trotzdem, tendenziell werden sie jetzt eher von der Insel quasi in den Kampfbereich auf die andere Seite kommen. Ergo ist es, glaube ich, ganz gut, sich mal hier zu barrikadieren. Und hier ist eine ähnlich gute Position wie der Hinterbei bei dem Lieferwagen, weil ich jetzt einfach von hinten gedeckt bin und auch hier die volle Breite der Brücke eigentlich im Blick habe. Und dadurch, dass jetzt der Jeep da liegt, sogar tatsächlich noch eine relativ gut und schnell erreichbare Deckung habe, falls ich jemanden nicht erwischen sollte. Und jetzt höre ich hier das erste Mal Schüsse. Kann es aber nicht hundertprozentig zuordnen, so von der tatsächlichen Richtung her. Erwarte eigentlich, dass hier irgendwas kommt. Und jetzt höre ich es auf jeden Fall, dass hier irgendwo rechts möglicherweise schon Ufer oder Ufernähe irgendwo sich auf jeden Fall jemand befindet. Aber auf jeden Fall niemand zu sehen ist. Ja, dann, so eine Sache. Das Problem ist, dass ich eigentlich immer dann ganz gerne versuche, wirklich rauszufinden, wo sind sie denn eigentlich? Weil ich habe halt gehört einfach zu denen, die wirklich so viele Informationen wie möglich haben wollen und dabei teilweise aber auch sehr die Deckung aufgeben. So, jetzt höre ich auf jeden Fall das Boot und jetzt können wir natürlich eins zu eins zusammenzählen. Es kann natürlich sein, dass jemand am Ufer saß und genau das gemacht hat, was ich jetzt auch mache. Einfach mal versucht habe, den Fahrer zu treffen. Aber andererseits setzte da mein Gehirn auf jeden Fall wieder ein. Und wo ich mir gedacht habe, so eigentlich die Wahrscheinlichkeit, den wirklich zu treffen, ist ja, es ist immer so ein Glücksspiel, gerade mit dem Boot, wie das so schwankt und so. Mit der SKS sicherlich möglich, aber andererseits gebe ich ja möglicherweise mit mehreren Schüssen dann doch relativ genau meine Position bekannt. Das ist ja vielleicht dann gar keine gute Idee. Und jetzt sehe ich das Buggy und ja, einmal gut getroffen und zweimal gut getroffen. Auch da dem wirklich wenig Chancen gelassen. Vor allem, weil der erste Schuss wirklich richtig gut saß.
Ja, und hätte ich das Boot weiter belagert, bedrängt oder so, hätte ich den hier vielleicht sogar übersehen. Das wäre natürlich, hätte natürlich in die Hose gehen können. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass er wirklich nicht auf mich zugesteuert ist, sondern letztlich den Fehler gemacht hat, Schlangenlinie zu fahren und dann zu bremsen und auszusteigen. Weil er mich wahrscheinlich nicht gesehen hat. Der hätte auch, also mit ein bisschen Zickzacklinie oder so wäre es möglich gewesen, mich einfach platt zu fahren, weil ich ja doch sehr ungeschützt gelegen habe. Und langsam, ja, geht es hier jetzt um mich rum tatsächlich los. Man hört mehrere Orte, an denen Schüsse fallen. Weiterhin höre ich hier vom Ufer halt einzelne Schüsse, die ich auch für die gefährlichsten bisher halte. Weil die mich ja auf der Brücke ja durchaus sehen können und noch die Möglichkeiten haben, über die Brücke zu kommen, wobei der Bereich ja schon sehr stark abgeschnitten ist, aber trotzdem, theoretisch von hinten von der Brücke können sie immer noch kommen. Aber jetzt trotzdem, ich versuche jetzt erstmal so ein bisschen Überblick zu bekommen. Und scheinbar schwimmt da vorne tatsächlich einer, den ich aber im Spiel wohl nicht gesehen habe, wobei ich gleich definitiv, das weiß ich noch, das Wasser nochmal abscannen, weil ich genau das vermutet habe, dass wenn da mehrere Schüsse in Richtung der Zone fallen, dass da bestimmt Schwimmer sind. Weil meine Schüsse auf der Brücke werden die einen oder anderen auch gehört haben. Und ich gucke auf jeden Fall hier immer, ob hier irgendwo Signale sind, ob hier jemand schwimmt. Aber den Schwimmer rechts habe ich, glaube ich, tatsächlich eben nicht gesehen im Spiel, während des Spielens. Aber was gut ist, wenn sich die Zone gleich ran bewegt, habe ich auf jeden Fall hier oben hinter mir erstmal genügend Luft und Freiraum. Und der nächste Bereich ist auf jeden Fall ja instant hier noch auf der Zone, auf der Brücke, nicht auf der Zone. Und ja, es ist eigentlich eine sehr, sehr, sehr coole Position, auch wenn ich leider nicht den mega Überblick habe. Also es ist eigentlich ganz interessant. Also hier ist High Ground. Aber ich bin doch sehr passiv, sehe da jetzt, dass da natürlich jemand in den Kampfbereich so langsam sich mal reinbewegt. Das ist natürlich klar. Da brauche ich mich nicht gerade großartig weiter drum bemühen. Und jetzt schiebt die Zone auf jeden Fall hier auf die Brücke rauf. Und vor allen Dingen auch hier vom Ufer weg. Das heißt, die müssen sich auf jeden Fall bewegen. So, während ich jetzt hier in der Zone halt drin bin und da ich hinten keine Bewegung gesehen habe auf der Brücke, ich weiß gar nicht, scanne ich gleich sicherheitshalber nochmal hinten ab. Weiß ich nicht, aber man hört auf jeden Fall Linksschüsse und es ist immer die Frage von, wo die kommen. Aber die können jetzt eigentlich schon nicht mehr vom anderen Ufer kommen, weil die wären dann gefickt. Eigentlich müsste es hier links unten sein und jetzt höre ich hier auf jeden Fall auch. Das ist ja sehr nah dran. Und hier oben ist tatsächlich keiner und die Frage ist, hier unten irgendwo einer oder nicht? Irgendwo geht es da ganz ordentlich rund und da hat es auf jeden Fall eine Splittergranate gegeben und es wurde auch am Ende mit der Splittergranate erwischt. Und hier ist echt mal ordentlich Alarm. Und warum hier unten? Das war so eine Frage, die ich hatte und siehe da, steht einer im Wasser. Ach, tja. Leider war das ein bisschen laut für ihn. Aber ich will auch High Ground nicht aufgeben. Das heißt, da jetzt runtergehen und looten wäre größte Schwachsinnsidee. Die Frage ist nur, worauf hat er geschossen? Das ist halt so eine Frage, die man sich stellen muss. Irgendwo wird hier dann ja sicherlich noch irgendwo sein. Aber um wen ging's? Und ich denke mir halt irgendwie hier am Ufer oder so. Das kann natürlich sein. Ich gucke nochmal hier unten irgendwo. Und jetzt habe ich ihn tatsächlich gesehen. Ha! Er war ganz am Rand. Okay, den habe ich auch da nicht wahrgenommen. Spannend, was man, wenn man nachher nochmal ein bisschen genauer drauf guckt und sich nicht wirklich hundertprozentig in die Richtung konzentriert, auf die man sich zu dem Zeitpunkt konzentriert hat, sondern ein bisschen genauer hinguckt. Da schwamm er tatsächlich gerade ganz kurz nochmal aus dem Bild raus. Eigentlich ganz interessant, weil eigentlich müsste der ja dann wissen, dass ich hier den anderen erlegt habe, oder? Also er. Scheinbar scheint sie nicht zu interessieren, dass der ihn beschossen hat. Naja, dass es ihn gerade zerrissen hat. Und ja, was mich halt total irritiert, ist, dass hier oben eigentlich das alles sehr ruhig ist. Also ich hätte hier jetzt mehr Bewegung erwartet.
auch nach vorne hin oder so. Also ist alles wirklich noch sehr entspannt eigentlich. So, und ja. Das ist halt so wirklich, das wird halt eben genau der gewesen sein, den ich gerade eben gesehen habe. Und man hat ihn aber halt hier oben schon gehört. Also es war wirklich sehr nah dran. Er wird sich ja irgendwo hier befinden, ist halt die Frage. Ist er Richtung Ufer noch runter oder nicht? Das kann man natürlich dann immer leider nicht so ganz hundertprozentig hören. Aber man kann ja hier wirklich unten drunter gucken. Das finde ich halt irgendwie so eine feine Sache, aber auch irgendwie fiese Sache. Ich denke mal auf jeden Fall, krabbeln ist sicherlich die bessere Variante. Gerade auch mit Blick nach vorne zu den anderen. Ah, jetzt ist natürlich da wieder Randale. Ist natürlich völlig klar. So, und jetzt höre ich ihn. Krabbelgeräusche sind natürlich auch immer noch laut und irgendwo wird er doch hier sein. Ja, wo ist er doch? Da! Guck einer an. Und ich meine, das ist nun wirklich... Ich weiß nicht, diesen Kill nach wie vor, ist das, ich mag ihn, weil ich das irgendwie, also ich wusste gar nicht, dass er da tatsächlich ist, aber das wird der sein, den ich da vorhin habe schwimmen sehen und ja, tatsächlich ist das so, das Ding und ja, Achtfachsucher. Schon, ja, das ist schon so das, was man eigentlich genau zu diesem Zeitpunkt braucht, Schnellwechselmagazin für SR. Ja, das ist schon... So in der Situation nur noch 6 da, so einen zu landen, ist so ein Kill zu landen, ist das schon, das macht einen schon richtig, das da kann man so sagen, das ist richtig weiter. Und jetzt habe ich genau den Fehler gemacht, den Busch gesehen, gedacht so, ah, da ist einer und zack, nein, ist es nicht. Und ja, jetzt denke ich mir, scheiße, jetzt hast du die Deckung aufgegeben, falls sich jetzt jemand gesehen hat oder so, das fängt an problematisch zu werden. Da steht da jemand auf dem Balkon. Ne, das ist irgendwas anderes. Ja, jedenfalls krabbel ich Richtung Zone und jetzt ist das dickste Problem, was in so einer Situation halt entstehen kann. Jetzt kam ein leider sehr wichtiger Anruf, den ich in dem Moment annehmen musste. Auch nur sehr kurz alles oder so, aber trotzdem musste ich ihn annehmen. Und bin tatsächlich für knapp 10 Sekunden... 15 Sekunden raus, sitze jetzt quasi mit dem Telefon am Ohr da und sehe halt da auf jeden Fall den Kollegen langlaufen. Telefonat ist, glaube ich, jetzt auch ziemlich genau vorbei. Auf jeden Fall ist es jetzt das Wichtigste, erstmal in die Zone reinzukrabbeln. Ich habe das Telefon noch am Ohr. So, und werde jetzt instant beschossen und einfach nicht getroffen. So, und da ist er. Werde... gut getroffen und naja, jetzt ist halt eben genau das Problem. Minimale Ablenkung hat dazu geführt, dass ich nicht ganz optimal, den hätte ich halt sehen können, den hätte ich vorher engagen können. Leider hat er mich so erwischt, dass ich die Zone dann doch nicht mehr überlebt habe, die wirklich Zentimeter eigentlich auch nur von meiner Nase ist. Und das ist es halt so, die Runde hätte richtig gut werden können und leider in dem Moment minimale Ablenkung, schon ist die Konzentration vorbei und zack, da ist auch das Video vorbei. Ja, aber ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an der ganzen Sache und darauf kann ich auf jeden Fall aufbauen. Also die Kombination Mini 14 und SKS ist bombastisch. Also es ist die beste Waffenkombination, glaube ich, die ich bis jetzt irgendwie hatte. Und deswegen habe ich auch mal gedacht, das könnte man auf jeden Fall als Runde mal mit reinbringen, auch wenn das Ende wirklich Pupu ist. Aber pff, was soll's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, weitere Videos kommen jetzt natürlich auch wieder. Ist natürlich klar. Und ja, bis dahin. Haut rein. Und tschüss.